Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Karte irgendwo in Thüringen. Wir machen heute nochmal Holz. Also die Folge nochmal die Holz. Und dann fahren wir das Holz zum Sägewerk. Zu unserem Sägewerk und produzieren Nährpaletten. Damit wir morgen wieder was verkaufen können. Auch Bretterpaletten, wenn wir verkaufen können, also können wir anfertigen lassen. Sparen und die anderen Dinge halt, ne? Zum Glück braucht Segel kein Treibstoff. Der ist am Stromnetz angeschlossen, ne? Logischerweise. So, ich hoffe, ihr könnt Musik hören. Irgendwo habe ich jetzt den Mix versaut. Bleibt mal so ganz vorsichtig. So, mein Lautsprecher wird leiser machen, ja. Ja, und so geht es weiter, ne? Die Felder sind noch nicht reif, die sehen zwar reif aus, aber die sind aktuell bei, ich glaube, so, keine 80%. Das heißt, die werden noch 2 Tage brauchen. Leider. So, Klumpenfelder sind auch mal gemacht halt irgendwann. Aber das machen wir heute mal nicht. Machen wir immer nur ein paar Bäume. Dann in der nächsten Folge werden wir die entsprechend alle zum Sägewerk fahren. So sind alle Felder bestellt. Meistens auch gewachsen. Wer es noch nicht weiß, jetzt weiß, wisst ihr das? Gedüngt. Ich wollte erst Unkrautbekämpfung machen, aber doch nicht eher. Wirklich gewachsen, aber ich habe so ein Gerät gekauft. Da machen wir nächstes Mal wieder mal einmal prophylaktisch Behandlung vorher. Da wächst nämlich ganz schön sporadisch und gekauft. Hier mal eine Stelle und da mal eine Stelle. Da kann man gar nicht mit Striegeln hinterherkommen. Oh, nächstes Mal halt, ne? Das machen wir erst im Frühjahr nächstes Jahr, im Sommer. Nee, Sommer nicht mehr. So, einmal läuft. Nicht. Typisch. Dann müssen wir schauen. 3 Minuten schon gelaufen. Ne, wenn der jetzt Kritik macht, dann sind das, paar Minuten. Aber dann das ist nicht so tragisch. Also machen wir mal länger. Ist auch nicht so schlimm. Ich versuche nur halt die Länge einzuhalten. Ist dann leise, also ich höre fast nichts. Aber es mag im Video anders sein, ne? Hier die Bäume, die Kümmerlinge sind und der Katastrophe. Ja, mal sehen, nächstes Jahr besser kriegen oder nächstes Jahr noch nicht, aber 5, 7 Jahre. Das müssen wir viel Gas geben. Eigentlich Folgen verdoppeln noch wieder. In 5 Geschwindigkeiten ist schon optimal, weil wir müssen ein bisschen was tun, ne? Sonst haben wir ein Problem. Schnell laufen lassen, auf die Ernte warten. Bringt's nicht, ne? Die Produktion muss eigentlich laufen normalerweise, aktuell läuft die ja nicht. Aber wenn wir Stroh haben, wir schön ein Dings beheizen.
Pellets haben wir herstellen, in Massen, palettenmäßig. Und dann können wir die entsprechend gut verkaufen. Zum Winter hin. Und dann wird es auch wieder eine höhere Nachfrage geben. Ja, dann heute noch später bearbeiten. Und die ersten hochladen, ne? Das dauert ja auch halbe Zeit. Eigentlich der höhere Aufwand ist, bearbeiten und hochzuladen. Weiß ich genau, wie das andere machen, weiß ich nicht. Die haben für dieses Anfangsbild, was sie haben, ein Grafikprogramm, wo sie Dinger reinschreiben oder reinkopieren, ich weiß es nicht. So stelle ich mir das auch vor. Ja, der Idealfall, man kann sich reinschieben, zack, zack und fertig. Aber gehen wir bestimmt auch länger. Zack, was gewesen. Ja, ich kann es hier nicht erkennen, das ist ein Problem. Medien sind nicht so gut. Normal Z. Das ist zwar egal, aber weniger Bäume aufladen, schneller aufgeladen. Das wäre so ein Weihnachtsbaum hier. Zwar keine Schönheit, aber so für die für den Hofeinfahrt. Schon habe ich ein paar Bäume gemacht. Mache ich hier jetzt aber nicht. Warum weiß ich auch nicht. Da war ich gerade in Stimmung. Ja, das ist irgendwie ungünstig von der Jahreszeit her. Also besser wäre jetzt, wenn hier auch später Herbst wäre oder zumindest ein Winteranfang. Das wäre optisch angenehmer, also als wenn jetzt hier Hochsommer ist und man macht jetzt einen Tannenbaum, ne? Aber gut, das ist halt so, ne? Ja, ein Verein hört auf, SMM, schade eigentlich. Ja, das kostet alles, alles nur Freizeit gemacht, das darf keiner vergessen, ne? Und ich weiß, viele sind immer noch oft beim Meckern bei, wenn man was nicht klappt, hundertprozentig. Erwarten wir was immer, und wenn es hier Seiten sind zum Upload, da wird auch gemeckert. Das kostet Geld, wenn man schneller haben will. Und ich sag immer, wenn man was in der Privatzeit macht, soll es auch honoriert werden. Wenn es zum Beispiel einer so entscheidet, er macht einen Upload, dann ist das so, ne? Das war der Meter, da hätten wir mal zählen. Also es war Meter. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, also 11, 12. 12 kann er sägen. Und die will ich auch haben. Dann ist der LKW zurück ausgelastet, ne? Dann ist er Ding voll. Später können wir auf 11 gehen, wenn wir nur lange Bäume haben, aber jetzt haben wir aktuell. Auch kurze Bäume, ja, ist egal. Für hoch abgefräst. Könnt ihr aber auch theoretisch die kleinen stehen lassen und wegfräsen. Und immer die Länge passt schon so. Aber was soll's, wir bauen Holz für Sägewerk, da kommst du Paletten müssen her. Paletten, Bretter und so Zeug, ne? So.
Wüste. Bäume, Bäume, Bäume. Jetzt sehen wir schon kommen, das war halt auch noch ein Wald, der machen müssen. Oh, Ballon, grüner. Das ist ein schöner Baum hier, schön groß. Das lohnt sich. Wieder Beule machen, ein Fahrzeug. Ja, da bin ich echt gespannt, was die so planen. Ne? Also, die müssen ja schon was anfangen. Also, die haben dann, letztes Mal haben sie geschrieben oder gesagt, wenn ich mal gelesen habe oder gehört habe, dass die der Season Mod eigentlich für den 19er zu spät rauskam, dass sie schon im Grunde im Spiel zu weit waren. So, nun hoffe ich ja insgeheim, dass es gleich am Anfang dabei ist. Ich meine, jeder muss es nicht spielen, also wenn sie das so machen wie der Kalk, oder einer macht es, dann macht es nicht. Kann man darüber streiten, ob das gut oder nicht gut ist. Ich bin der Meinung, man sollte ein Spiel so gestalten, dass es der Realität sehr nahe kommt. Dass man nicht alles machen kann, das ist mir klar. Das ist irgendwo nicht machbar. Man soll ja auch Geld verdienen können. Dafür gibt es auch die Schwierigkeitsstufen. Man könnte natürlich auch sehr, sehr, sehr schwer spielen und dann wäre das, naja. Ja. Ich stelle dir vor, es wird noch Konkurrenz auf der Karte geben, die auch noch Felder kaufen. Dann wäre da schon mal Wettbewerb im Felder kaufen. Wer kauft zuerst das Feld, ne? Also das ist ja auch noch so eine Sache, ne? Wenn jetzt man auf riesigen Chester spielen würde, wo im Prinzip eine riesige Karte wäre, sagen wir also 50 mal 50, keine Ahnung, und da gibt es dann kleine Ländereien, wo man sich dann reinzoomen müsste, und dann am Ende wären wir alle zusammen im Haufen. Und wenn alle auf Milch gehen würden, wäre der Milchpreis irgendwann im Keller, so ungefähr. Aber das ist, glaube ich, nicht machbar. Das erfordert ja eine riesige Datenmenge, also austauschen. Aber das wäre ja schön, wenn das im Mehrfährmodus entsprechend flüssiger laufen würde. Das wäre schon sehr hilfreich. Und das ist ja aktuell gar nicht der Fall. Das sie vor allen Dingen bei Standardkarten so gestalten, dass sie von vornherein größer sind. Ich meine, das ist schön, dass sie Gebirge einbauen und so, ne? Aber davon habe ich ja nichts. Mit dem kann ich nicht arbeiten, auch wenn der Wald ist. Ich habe mal im Fernsehen gesehen, wenn sie Wald im Gebirge fällen, was das für ein Aufwand ist, aber per Hand also, und alles per Seilzug rausholen. Ne? Das ist noch nicht so wie jetzt hier auf flachen Ebene mit einem großen Gerät. Das ist dann da ja nicht möglich, da sind wir die Grenzen gesetzt. Motorsäge in Holzbaum, Stamm, Baumfällen, ja, das eine. Hat aber doch geborgen werden, ne? So.
ein paar Bäume noch fällen und haben wir geschafft heute. Dann haben wir Bäume auch Schluss. Ich persönlich, mir reizt auch schon wieder. Nicht, dass die Arbeit keinen Spaß macht, aber muss ja auch mal Abwechslung her, ne? Die beiden noch und dann eine Schlussfolge, aber jedenfalls für die Festfällen. Plus noch nicht ganz. Bei Amazon gab es ja die Lenkräder und ja, nur Lenkrad, Schaltung für ja deutlich reduziert. Wäre das, hätte ich das nicht gehabt, hätte ich mir eins gekauft. Ich hatte schon mal überlegt gehabt, na, kaufst du eins in Reserve, dass das alte mal kaputt geht. Und doch dagegen entschieden letztendlich, weil, was soll's. Wird ja wohl noch halten, ne? Da ich ja kein Dauerspieler bin. Ich vermute ja, dass irgendwann mal ein neues rauskommt für LS. Da sie ja beide als Sponsoren da sind. Aber im Grunde wünsche ich mir nicht die Lenkung so wie beim Eurotaktmotor, dass es ein bisschen anders reagiert. Weiß nicht, wie ich beschreiben soll, aber wer das mal selber gespielt hat, da ist die Lenkung ganz anders. Da steht ein bisschen Stau aktuell. Aber egal. So, jetzt fahren wir noch den LKW. Laufen wir zum LKW. So, jetzt hätten wir so eine gerne Anzeige gehabt. Wie lang bist du? Ja, 10%. 100 Meter Höhe. Gut. Gut, Baumlänge kriegen wir nicht raus. Ist ja auch nicht so wichtig. Für das Sägewerk ist Kubikmeter anscheinend. Die Menge. Je mehr Holz ich hinfahre, umso besser. Ja, die schönen Sträucher. Alle haben wir stehen. Man kann die durch Gruppe natürlich entfernen. Aber zu. So, jetzt haben wir mal hier ranfahren und ein paar Bäumchen holen, ne? So. Wieder ausmachen. Ich habe ja andere Autolotfahrzeuge rausgenommen, nur die beiden, die ich brauche, drin gelassen. Das heißt, sollte es vielleicht weniger Fehler in der Lok geben, also überhaupt Warnings und so. Das ist ja eine Katastrophe. Bin ein bisschen bei zum Ausmisten, dass ich mir sage, das und das fahre ich gar nicht erst, nehme ich raus. Ich habe zu viel drin. Zu viel Müll, wie man schön sagt. Und das verursacht irgendwann Probleme, ne? Durch, was ich hier. Performance-mäßig schlechter wird oder so, man so gar nicht merkt direkt, aber nach und nach wird es immer mehr, ne? Also, im nächsten LS mache ich das so, wenn neue Mods kommen. Schalten wir vorher die Lok an, ob es sauber ist. Und wenn dann nach der neuen Mods dann Loks, Lok wieder Fehler aufweist oder Warnings, dann werde ich das kurzfristig wieder rausnehmen. Und dann überlegen, ob es wirklich braucht und ob ich mit den Warnings dann nehmen kann. Ne? Mit Warning geht dann noch einigermaßen, da kann man nicht ganz so steigen sein, aber wenn er rauskommt, dann ist das schon ein Problem. Probleme müssen nicht sein. So, liebe Schauer, das soll es voll der gewesen sein. Ich habe überzogen gleich. Sag mal, Tschüss wegen Winkel. Ciao, ciao. Danke fürs Reinschauen. Man sieht sich dann für das nächste Mal wieder. Tschüss.